Kennen Sie das Problem? Der Rollladen lässt sich zwar hochziehen, rutscht dann aber wieder von alleine nach unten, weil der Gurtwickler den Gurt nicht mehr einzieht. Die Lösung? Der Gurtwickler muss ausgetauscht werden. Dazu lässt man den Rollladen zuerst ganz nach unten. Und öffnet den Clipsverschluss des Gurtwicklerkastens. Wenn es nicht so einfach gehen sollte wie hier im Video, können Sie auch einen flachen Schraubenzieher benutzen, um nachzuhelfen. Als nächstes muss nun der Gurt, den wir am neuen Gurtwickler wiederverwenden, von der Federtrommel entfernt werden. Um Verletzungen an den Händen durch die Federtrommel zu vermeiden, muss die Federtrommel richtig gesichert werden. Dazu wird der Gurt ganz von der Federtrommel gezogen, bis die Befestigung durch den Widerhaken am Trommelgehäuse sichtbar ist. Jetzt wird die kleine vorgestanzte Nase an der flachen Seite der Wicklertrommel vorsichtig mit einem kleinen flachen Schraubenzieher herausgehebelt. Dadurch wird die Bewegung der Federtrommel blockiert. Überprüfen Sie mehrfach, ob die Trommel richtig gesichert ist, bevor Sie den Gurt loslassen. Wenn die Feder jetzt richtig gesichert ist, kann der Gurt gefahrlos vom Trommelwiderhaken entfernt werden. Jetzt kann auch das alte Gurtwickelgehäuse demontiert werden. Das neue, ausgepackte Gurtwicklergehäuse wird jetzt geschlossen in die alten Löcher wieder montiert. Nun wird das neue Gurtwicklergehäuse geöffnet. Normalerweise sind die Federtrommeln vorgespannt und gesichert bei neuen Gurtwicklern. Beim Einführen des Gurtes muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der Gurt nicht verdreht ist, da er ansonsten entweder oben im Rollladenkasten oder unten im Gurtwickler von der Rolle springen und sich verklemmen kann. Sobald der Gurt gerade ist, wird er durch die Gurtbremse geführt. Hierbei ist zu beachten, dass er unter der Bremsklappe hindurchgeführt wird, da sonst der Rollladen von alleine wieder nach unten rutscht, weil die Bremse nicht funktioniert. Der Gurt wird nun im Wicklergehäuse einmal um die Trommel herumgeführt und in den Widerhaken am Trommelgehäuse eingehängt. Sollte die vorhandene Öse im Gurt nicht nutzbar sein, kann man einfach mit einer Beißzange eine neue Öse in den Gurt schneiden. Dazu wird der Gurt geknickt und mit der Zange einen V-Ausschnitt hineingezwickt. So erhält man eine große Öse, die quer zur Gurtnaht verläuft. Dadurch kann der Gurt nicht weiter einreißen, wie es bei einem einfachen Längsschnitt der Fall wäre. Nachdem der Gurt am Widerhaken der Federtrommel befestigt wurde, zieht man den Gurt ein kleines Stückchen aus dem Gurtwickler heraus. Nun liegt der Federtrommelwiderhaken frei und kann mit einem Schraubenzieher in die Trommel eingedrückt werden, bis er nicht mehr heraussteht. Ganz am Schluss klappt man das Gurtwicklergehäuse einfach zusammen, bis die Clips hörbar einrasten. Dann überprüft man nochmal, ob der Gurt auch wirklich nicht verdreht ist und führt einen Probelauf durch. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen und geholfen hat, dass ich ein Like bekomme und dass euer Rollladen bald wieder funktioniert.